Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Two Point Hospital. Und ich habe einen Brief bekommen. Ja, ich habe auch ein Weilchen nicht mehr Two Point Hospital gezockt. Und der Grund ist, da ich ziemlich viel abnube, war ich jetzt nicht sicher, ob ich jetzt aufnehmen soll oder so. Also die Sims 4 ist euch sicher auch aufgefallen, dass das auch nicht kontinuierlich läuft. Zum Beispiel habe ich diese Woche nur heute, also ich lade gerade hoch für Freitag. Die will ich auch heute hochladen. Ja. Also mir macht das Spiel schon Spaß, nur was mich halt so nervt ist, dass ich irgendwie kein Krankenhaus leiten kann. Aber das ist egal, ich will jetzt diesen Brief vorlesen und wissen, was das ist. So. Geschätzter Krankenhausleiter, deine Organisation wirkt höchst vielversprechend und wurde deshalb in die Supervirus-Initiative von Bangaltech aufgenommen. Glückwunsch! Das Ziel der Supervirus-Initiative ist es, die klügsten Köpfe des County zusammenzubringen, um unsere schwierigsten medizinischen Probleme gemeinsam zu lösen. Seitdem hat sich die Supervirus-Initiative zur führenden Schnittstelle für alle Formen der Forschung und Technologie entwickelt. Du hast jetzt Zugriff auf das Virusnetzwerk. Wenn du bereit bist, kannst du dich gleich in die wunderbare Welt der Gemeinschaftsforschung stürzen. Vielen Dank, Sepp Nova, Geschäftsführer von Bangle Technologies. Also, ich habe jetzt nicht gewusst, dass er Sophie heißt. Und außerdem muss da Geschäftsführerin hin, dann, wenn dann. Und ja, auch noch ein Brief. Die Supervirus-Initiative freut sich, die Öffnung ihres ersten globalen Projekts zu verkünden. Bangle hat ein neues Dingenskirchen erschaffen. Quadra Hyper Neuro Perma Bato Omnic Gyronus. Oder kurz Gyronus. Wir haben auf den richtigen Moment gewartet, um die Mitglieder des Supervirus-Netzwerks für ein einziges Projekt zu vereinen. Mit der Entwicklung dieses fortschrittlichen Maschinenbauteils ist die Zeit gekommen. Unsere Wissenschaftler sind der Ansicht, dass es zahllose Anwendungsmöglichkeiten für die Gyronus gibt und rufen das gesamte Supervirus-Netzwerk dazu auf, diverse Forschungsansätze zu verfolgen, um bei Design für neue medizinische Technologien mitzuwirken. Vielen Dank für die fortwährende Unterstützung, Sophie Nova, Geschäftsführerin von Bangle Technologies. So, schauen wir uns mal das Projekt an. Die Supervirus-Initiative arbeitet zusammen mit anderen Krankenhausbetreibern an speziellen Forschungsprojekten, um neue Technologie zu entdecken und Belohnungen zu erhalten. Versuche doch mal ein Projekt zu starten. Was? Enthaarung. So. Enthaarung. Bangle ist der Meinung, dass unerwünschte lebendige Haarbündel ausgemerzt werden sollten. Sammle Daten über Monobiester und hilf dabei, ein modernes und schmerzloses Entsorgungsverfahren für diese lästigen Bodenkriecher zu entwickeln. Dieses Projekt kann alleine abgeschlossen werden. Durch die Zusammenarbeit mit anderen Krankenhausbetreibern könnte der Fortschritt aber schneller vorangetrieben werden. Ja, da ich keine Freunde habe, ja. Gut, Projekt starten. Ah, okay. Supervirus-Projekte. Hier siehst du das Supervirus-Netzwerk. Hier kannst du den Forschungsbaum von aktiven Projekten einsehen. Schließe Forschungsfelder ab, um den gesamten Forschungsbaum zu erkunden und die Siegesfelder zu finden, die zum Beenden des Projekts nötig sind. Forschungsfelder können in einem beliebigen oder beliebigen deiner Krankenhäuser abgeschlossen werden. Du kannst nur ein Forschungsfeld gleichzeitig aktivieren, wähle also mit Bedacht. Aha. Ja, gut. Was? Hallo. Beginne mit einem Klick auf ein Forschungsfeld, um dir die Kriterien anzusehen. Wähle dann starten und begib dich zu einem deiner Krankenhäuser.
Arbeite dich durch den Forschungsbaum und schließe dieses Siegesfelder ab, um das Projekt zu beenden. Oh, das hätte ich beinahe vergessen. Das hier ist der Supervirus-Gruppen-Rat. Der Rat, die der Kommunikation, also der Gruppen-Chat. Der Chat dient der Kommunikation mit anderen Projektteilnehmern. Wir können Teilnehmerforschungsstrategien besprechen und sich freundlich unterhalten, wie ich es gerade tue. Schönen Tag noch. Die Forschung steht schon länger an, aber ich bekomme Gänsehaut, wenn ich nur an Monobisa denke. Ja. Oh. Erlege 3 Monobiester von Flottering. In Flottering soll ich also 3 Monobiester Dingsen erlegen. 0 von 1 Spielern haben diese Forschungseinheit abgeschlossen. Ja, da ich keine Freunde habe, ja. Starten. Fortfahren. So. Gut. In Flottering. Moment. Scheiße. Menü. Kreie speichern. Kreie Neustart einstellen. Wie kommt man denn jetzt zu den. Achso. Flottering. Ist das. Ist das ein Krankenhaus? Keine Ahnung. Nein, hier ist nicht Flottering. Flottering, bist du Flottering? Oh, Flottering, da. Ja, gut, dann. Muss ich das jetzt neu starten oder soll ich da weitermachen? Ich habe keine Ahnung. Ich muss einfach 3 Monobiester zerstören, erlegen. Ja, toll. Gut, in Flottering wird geflottert. Poster kleiner Reifer gestaltet, Dankeschön. So, Dankeschön. Ach, das, oh mein Gott, habe ich viel Geld. So, da kann ich es, vielleicht schaffe ich es ja zum 2-Sterne-Krankenhaus. Oh, was ist das? Beförderung. Ja, why not? So, also ich muss 3 Monobiester erledigen. Wie auch immer das funzt. So. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Also ich habe hier von diesen super. Oh, da ist einer mit einer Monobraue. Und das sind die Monobiester dann. Ich verstehe das nicht. To be honest. Oh mein Gott. Du kannst da reingehen, ciao. Stirb bitte Wonders. Ciao, ciao. Oh, scheiße, der wäre in die Apotheke gegangen. Arztpraxis. Du. Ich hab das schon ein bisschen vermisst. Easy Scan kann ich entwickeln. Oh, da. Ha! Sehr schön. Könnte ich ja hier erforschen und das ausnutzen. Dass sie wieder hier sein muss. Komm, kann ich denn eine Erforschung bauen? In der Hütte. Ach da. Ach. Instandhaltungsdurchsage. Toiletten müssen regelmäßig gewartet werden. Ich habe viel Geld und warum sollte ich das nicht ausnutzen? Brauche ich Heizkörper? Ich war einfach mal ein Heizkörper. Ein Arzt in die Forschungsabteilung, bitte. Wie viele Ärzte habe ich denn?
Personal. Ärzte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ach, Energie. Ja, mach Pause. So, und wie viele Dinge habe ich? 1, 2, 3. Oder ist ein Arzt? 3, 4, 5, 6. Da brauche ich noch einen Arzt. Lustig. Bleib gleich zum Lachen. Dann muss ich jemanden für Forschung. Sag mir jetzt nicht, du kannst jetzt nicht ausgebildet werden. Blöde Sau, blöde. Bereit für Weiterbildung. Dann Rowena, du machst den Kurs. So. Tja, jetzt nicht. So. Schauen wir mal, was OBS sagt. Ja, ist in Ordnung. Ja, dann machen wir halt. Gehen wir auf Monobraun. Jagd. Oder? Hat jemand meinen Körper gesehen? Nein. Ich auch nicht. So, ich bin eigentlich für was anderes hier. Um die Monobrauen zu ermorden. Bin ich mal gespannt, weil ich sehe keine Frame Drops, aber ich sehe im OBS, dass es leckt. Haha! So. Ja, das ist passiert. Was? Notfallstation. 8 Patienten gleich. Guck mal, Patienten treffen jetzt auf der Station ein. Kann ich ja. Und das kann man ja zusätzlich Personal. Krankenpfleger zur Station, bitte. Moment. Oh, nice. Dann kannst du ja was erforschen. So, was könntest du denn erforschen? So. Weiterbildung, Forschung. Ha. Mal Upgrade Farbtherapie, Upgrade Anwesenanlage. Ja. Machen wir das. Können wir ja ausnutzen, dass wir, da wir ja viel Geld haben. Habe ich denn nicht genug Krankenpfleger? 6 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, jetzt sogar einen mehr. Ich brauche natürlich Pause. Oh nein, haha! Geschafft! 10 Kudosch! Oh, da ist was vergessen. Sehr schön. Monobraue. Heile Patienten mit. Oh, perfekt! Wolf auf Radio Two Point. Lauscht der Stimme von Harrison Wolf, dem drittbeliebtesten Moderator von Radio Two Point. Bleibt dran, wenn ihr weiter lauschen wollt.
Haha, nice. Es wird natürlich nicht so leicht bleiben, denke ich. Mit Minus. Da, da, da. Oh nein, ich bin ausgestorben. Das ist ja doof. Ich habe außerdem vergessen, dass ich ja immer ein Intro singe. Tja, passiert. Da da. Da da da. Ha! Sehr schön. So, was haben wir hier? Mono Bista. Lege 3 Mono Bista. Patienten heilen. Alle 10 Patienten. Haben diese. Dann starten wir das. Das schaffen wir ja wohl. Da, da, da. Bist du gestorben? Was ist da hingeplumpst? Jemand hat sich übergeben. Stimmt. Aber vorher war noch ein Abknödeln. Ja, was gibt's denn? Nein, nicht jetzt. Noch 4 Patienten. So. Was ist denn mit dir? Psychiatrie, das ist gleich der erste. Naja. Passiert. Ich glaube, ich muss eine neue Psychiatrie hinbauen. So, dann. Ich schaue erstmal, ob wir noch einen Psychiater haben. Oh, Ärzte mit DNA Genetik. Oh, da hätten wir jetzt Forscher. Mei. Schmutzfink. Therapie habe ich entdeckt, dass ich in einem früheren Leben ein Erdmännchen war. Als ich noch weiter in der Zeit zurückging, erfuhr ich, dass ich außerdem ein Pterodactylus war. Seltsamerweise musste ich trotzdem jeden Tag im Radio auflegen. Das ist ja wieder dieser langweilige Typ, den ich nicht mag. Egal. So. Ja. Ein paar Objekte. Why not? Gib mal her, da, du Arschloch. Können wir hier eine Mülltonne hinklatschen und. Was ist das? Achso, da sind ja schon Bänke. So. Play. So. Achso, die Forscherin macht Pause, oder wie? Oder ist das schon erforscht? Nee. Wo ist denn die Forscherin hin? What? The fuck? Tja, passiert. La 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 para para bu bira bap bira bap bu. Der Gesundheitsinspektor ist unterwegs. Bitte sehen Sie gesund aus. Yeah. Erlege 3 Monobista.
Was ist denn mit dem? Mimenkrise, unzufrieden. Und dann das. Nein! Achtung, Rutschgefahr durch Erbrochenes. Ew. Wahrscheinlich ist das schon 1000 Jahre hier. So, was ist denn mit dir? Ja, aber zumindest haben wir viel Geld. Das ist doch die Hauptsache. So, ich glaube, sie muss kacken. Dann gehen wir aufs Klo. Stimmt. Kann ich dann noch einen Teil aus? Da ein Grundstück. Hier ein Grundstück. Und über ein Grundstück. Da 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 da. Ich brauch noch 2 Monobrauen. Sie sehen wie komische Frauen aus. Was? Aus wie komische Frauen. Das. Gelangweilt. Ja, passiert. Ja, gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das sah nur bei OBS so glaggy aus. Also, ich habe CPU war ein bisschen höher, aber FPS ging eigentlich. Das muss ich mir anschauen. Falls es gehen sollte, dann werde ich vielleicht versuchen, mehr Folgen zu bringen. Aber jetzt wäre das wahrscheinlich. Vielleicht sollte ich es doch. Naja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal bei einer neuen Folge irgendeines Let's Plays auf meinem Kanal wieder. Dann sag ich mal ciao und was? Das war komisch. Ja, auf jeden Fall ciao und ich werde einfach. Ich muss es mir anschauen. Ciao.